Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, die ist jetzt durch. Hat die UBS damit jetzt einfach nur einen großen Klotz am Bein? Oder kann man es auch so sehen, dass sie damit sehr wohl auch einen hohen Wertzuwachs erzielt? Weil die Credit Suisse vielleicht gar nicht so kaputt war, wie die meisten glauben, und weil die Credit Suisse Aktionäre durch diese Zwangsübernahme eigentlich auch übervorteilt worden sind. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Inkompetenz und Gaunerei, eine völlig kaputte Kultur, Skandale, die verursacht worden sind von einer Horde abgebrühter Investmentbanker. Das war die gute alte Credit Suisse. Das sagen zumindest die Gläubiger der Credit Suisse. Die haben die Bank jetzt verklagt. Aber wenigstens werden die ganzen bösen Investmentbanker jetzt ja auch bestraft, weil die UBS ja angeblich die Hälfte aller Mitarbeiter da entlassen will. Vielleicht trifft es ja auch ein paar von den richtigen, auch wenn es jetzt nicht so wahrscheinlich ist. Die Anleihegläubiger, die sind natürlich sauer, die haben durch den Untergang von der Credit Suisse Milliarden verloren, aber Schuld an diesem Untergang, also am Untergang an sich, da ist ja eigentlich nicht die Führung der Credit Suisse schuld dran, sondern schon eher die Schweizer Regierung und die Schweizerische Nationalbank, weil die haben ja durchgesetzt, dass die Credit Suisse verkauft werden muss an die UBS. Und das auch noch per Notrecht und auch unter Ausschluss der Aktionärsmitbestimmung. Also auf Biegen und Brechen ein Notverkauf. Hauptsache, es gibt nicht wieder eine Bankenkrise. Und das Ganze auch für einen Witzbetrag von 3 Milliarden Franken. Dieses Jahr am 19. März in der Nacht der langen Messer. Sie erinnern sich wahrscheinlich an das Ganze. In USA, da sind vorher ein paar regionale Banken zusammengebrochen und am Markt ist Panik ausgebrochen. Und speziell bei der Credit Suisse, da sind dann eben auch Kundengelder abgezogen worden in einem höheren Umfang. Und die Aktie ist gefallen und gefallen damals. Und mitentscheidend war dann wohl auch eine Aussage vom Sprecher der Saudi National Bank, das ist der größte Aktionär gewesen, der hat gesagt, die Credit Suisse kriegt von uns kein Geld mehr. Ein Satz, den er wahrscheinlich inzwischen bereut hat. Er hat dann zwar auch noch gesagt, die Credit Suisse braucht auch gar kein neues Geld mehr, aber das hat dann schon keiner mehr gehört. Und die Schweizerische Nationalbank, die hat das Gleiche gesagt und die hat außerdem dann ja noch eine riesige Liquiditätszusage abgegeben über 50 Milliarden Franken. Und das hat aber auch nichts mehr geholfen, sodass man dann beschlossen hat, die UBS muss die Credit Suisse jetzt retten. Ich beschäftige mich normalerweise nicht großartig mit europäischen Banken hier, aber ich habe mich natürlich damals auch mit dieser Bankenkrise beschäftigt. Und das mit der Credit Suisse, das war eben ganz besonders verrückt. Und seitdem frage ich mich natürlich auch, hat sich die UBS damals aufgeopfert sozusagen mit dieser Übernahme oder hat sie da ganz im Gegenteil ein unglaublich gutes Geschäft damit gemacht und ein Riesenschnäppchen? Aber normalerweise, wie gesagt, ist es nicht unbedingt jetzt eins von meinen Themen. Und in dem Zusammenhang erinnere ich jetzt auch noch kurz mal an unseren letzten Zukunftsmärkte-Report. Den haben wir ja diese Woche verschickt. Und da geht es um vier Börsen in Südostasien, nämlich Indonesien, Thailand, Vietnam und die Philippinen. Das sind sehr unterschiedliche Länder, aber sie kommen eben alle aus einer wachstumsstarken Region. Und diese Wachstumsstory in Südostasien, die ist auch noch intakt. Und in unserem aktuellen Report, da geht es eben auch darum, wo stehen diese Länder gerade, was ist da in letzter Zeit passiert und wie sind diese Börsen auch bewertet. Die Reports von uns sind gratis. Diesen Report können Sie sofort lesen. Gehen Sie dafür einfach auf www.zukunfts-märkte.de. Ein Update zu vier wichtigen Börsen in Südostasien. Es muss in puncto Asien nicht immer China sein. Gut, aber wieder zur Credit Suisse.
Die Aktionäre waren natürlich völlig entsetzt über diese Übernahme und die Anleihegläubiger, die waren erst recht entsetzt. Es gab nämlich da auch Nachranganleihen im Wert von 16 Milliarden Franken, also ungefähr auch 16 Milliarden Euro. Die sind für wertlos erklärt worden. Ein Totalausfall. Und die Aktionäre der UBS, die waren aber auch nicht unbedingt begeistert. Hier haben wir den UBS-Chart auf 5 Jahre in Schweizer Franken von TradingView. Bei der UBS, da ist es nämlich die letzten Jahre ziemlich gut gelaufen. Aber seit diese Credit Suisse-Übernahme beschlossen worden ist, das ist hier der rote Kreis, das ist hier jetzt nochmal der Einjahreschart, seitdem sind die Anleger relativ vorsichtig. Man weiß eben auch nicht, hat man sich damit jetzt große Risiken ans Bein gebunden und wirft einen das vielleicht jetzt um Jahre wieder zurück. Die Credit Suisse war ein Sorgenkind. Sie hat immer noch gelitten unter Altlasten aus dem Investmentbanking und letztes Jahr ist dadurch auch wieder ein Verlust entstanden von über 7 Milliarden Schweizer Franken. Es hat also kein Ende genommen, irgendwie das Ganze. Aber war am Schluss auch diese ganze Panik, war die auch noch gerechtfertigt? Die Kunden haben Geld abgezogen, das stimmt, aber die Liquiditätsdeckungsquote, die war im März immer noch bei 150%. Und außerdem hat es ja die Notenbanken Garantien gegeben und dadurch war die ganze Panik eigentlich übertrieben. Dann hat die Credit Suisse auch eine harte Kernkapitalquote gehabt von 14,1% Ende 2022. Also auch nicht großartig weniger als jetzt die UBS und auch absolut solide. Und grundsätzlich hat ja die Credit Suisse zum Schluss auch noch ein Eigenkapital gehabt von 48,8 Milliarden Dollar oder 43,7 Milliarden Franken. Das heißt, die UBS hat sich für 3 Milliarden Franken ein Eigenkapital eingekauft von fast 44 Milliarden Franken. Also mehr als das 14-fache. Das ist soweit auch bestätigt. Die UBS hat inzwischen angegeben, dass sie durch die Übernahme mit einem Sondergewinn rechnet von 34,8 Milliarden Dollar. 48,8 Milliarden Eigenkapital für 3,3 Milliarden gekauft, 13,5 Milliarden Dollar werden abgeschrieben an Risikopositionen, bleiben 34,8 Milliarden Dollar übrig, also ungefähr 31 Milliarden Schweizer Franken. Und das nach Abschreibung von Risikopositionen. Und der Börsenwert der UBS liegt bei 70 Milliarden Franken, das heißt 44% vom gesamten Börsenwert einfach mal schnell als Sondergewinn verbucht durch diese Übernahme, wenn das mal kein hervorragendes Geschäft war. Außerdem verwaltet sie damit in Zukunft fast 5 Billionen Dollar an Kundengeldern und steigt damit auch auf einen Schlag auf zum weltweit zweitgrößten Vermögensverwalter und zum elftgrößten Asset Manager. Da hat jemand mal wirklich Opfer gebracht für den Finanzmarkt. Die UBS hat ja immer gesagt, das haben wir nie gewollt. Wir haben immer gehofft, dass sowas nie kommen wird. Und man weiß ja auch nicht, wie die Verhandlungen wirklich gelaufen sind. Ob sich da die UBS-Leute nicht vielleicht doch schwer gesträubt haben gegen die Übernahme und ob sie das auch ernst gemeint haben. Vielleicht haben sie auch nur gepokert, das weiß man nicht. Aber sie sind anscheinend sehr zurückhaltend aufgetreten. Sie haben sich eben nicht drum gerissen um das Ganze. Und dadurch haben sie dann aber vom Staat, von der Schweiz, zusätzlich noch Garantien gekriegt für Ausfallrisiken. Und zwar 9 Milliarden Franken. Also wenn es Verluste gibt, dann müssen sie 5 Milliarden erstmal selber tragen. Dann springt aber der Staat ein mit nochmal 9 Milliarden. Das ist auch nochmal ein großer Risikopuffer. Also können wir festhalten, die UBS hat Credit Suisse gekriegt für 3 Milliarden Franken. Allein das Schweizgeschäft von der Credit Suisse, sagt man, ist schon ungefähr 15 Milliarden Franken wert. Sie hat für die 3 Milliarden Franken ein Eigenkapital gekriegt von 44 Milliarden Franken. Sie hat zusätzlich 9 Milliarden Franken an Staatsgarantien gekriegt für Ausfälle. Und sie hat ja auch die Credit Suisse gekriegt mit deutlich weniger Schulden, weil ja diese Nachranganleihen für 16 Milliarden Dollar, weil die ja auch wegfallen jetzt.
Und durch die Fusion wird sie dann eine Bilanzsumme haben, die doppelt so hoch ist wie das Schweizer Bruttoinlandsprodukt. Und sie wird so groß sein, dass viele in der Schweiz sogar schon sagen, so eine große Bank, das packt ja das Land eigentlich gar nicht. Das kann man gar nicht mehr handeln. Das ist jetzt die neue Monster UBS. Am Aktienmarkt, wie wir gesehen haben, ist man aber trotzdem noch vorsichtig. Man befürchtet, dass es zum Beispiel Abflüsse gibt jetzt bei dem verwalteten Geld, also dass Kunden, die bis jetzt zum Beispiel gestreut haben zwischen UBS und Credit Suisse, dass die sich jetzt noch eine andere Bank suchen. Bei JP Morgan zum Beispiel, da rechnet man damit, dass ungefähr 150 Milliarden Dollar dadurch jetzt abfließen könnten. Das ist bei 5 Billionen aber nicht so dramatisch. Und dann ist man ja auch bei Bankaktien grundsätzlich wieder vorsichtiger. Und außerdem diese ganzen Zahlen da jetzt und Schätzungen und die Abschreibung auch über 13,5 Milliarden Dollar, das ist natürlich auch alles vorläufig. Es kann durchaus noch böse Überraschungen geben. Die kompletten Bücher von der Credit Suisse, die hat die UBS auch erst einsehen können oder kann sie einsehen seit Montag vorletzter Woche, weil da ist die Übernahme wirksam geworden. Und die Anleger, die wissen wahrscheinlich auch erst dann mehr bei der Zahlenveröffentlichung vom zweiten Quartal am 31. August. Das wird aber natürlich sehr interessant. Und die Integration und der ganze Umbau und so weiter, das kann auch noch mal Jahre dauern. Das wird wahrscheinlich auch mühsam unter Umständen. Aber alles in allem, so wie es gelaufen ist, würde ich doch trotzdem sagen, die UBS hat da wahrscheinlich ein ganz gutes Geschäft gemacht mit der ganzen Sache. Bankaktien sind aber natürlich ein Thema für sich. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Physik. Das ist Erwin Schrödinger, ein Pionier der Quantenphysik. Und noch viel bekannter als er ist natürlich seine Katze, die tot ist oder nicht. Und eigentlich auch beides gleichzeitig. Und das Gleiche gilt aber natürlich auch für Schrödingers Banken. Ich komme immer mehr zu dem Schluss letzten Endes, dass Banken an sich Untote sind. Und das ist nicht nur bei Banken so, sondern es ist bei allem so, was eine Bilanz hat. Aber bei Banken ist es eben ganz besonders so. Sie sind ständig in einem Schwebezustand zwischen tot und lebendig. Sie haben natürlich Werte in der Bilanz. Aber eine Wertzuschreibung, die immer verlässlich ist und die auch immer eindeutig ist, die gibt's eben nicht. Heute ist alles noch einwandfrei, morgen schauen Sie nochmal rein und stellen fest, oh, plötzlich ist alles kaputt. So wie zum Beispiel in der Finanzkrise 2008. Die meisten Hypothekenkredite in den USA, die sind ja nicht ausgefallen. Nur die Anleihen drauf, die wollte keiner mehr haben. Oder dieses Jahr die Silicon Valley Bank, die hat ja auch Top-Vermögenswerte gehabt. Risikolose US-Staatsanleihen, wie man immer so schön sagt. Nur wenn man die plötzlich während der Laufzeit verkaufen muss, dann macht man unter Umständen riesige Verluste damit. Und wenn Kunden ihre Einlagen abziehen, weil sie denken, eine Bank geht unter, dann geht sie eben wahrscheinlich auch unter. Und das ist im Finanzsystem auch das große Elend, weil viel einfach dadurch kaputt geht, dass die Leute denken, dass es kaputt geht. Die Credit Suisse hat Probleme gehabt. Ich vermute aber, dass sie letzten Endes vor allem diesem Mechanismus eben zum Opfer gefallen ist. Die Panik wegen der US-Bankenkrise. Und heute wäre das Ganze den Anlegern wahrscheinlich schon wieder ziemlich egal. Und für die Credit Suisse war das sehr tragisch. Aber umgekehrt halte ich es eben für wahrscheinlich, dass sich herausstellen wird, früher oder später, dass die UBS davon schon sehr profitiert hat. Und abgesehen davon, es gibt natürlich riskanteres Geschäft und weniger riskantes Geschäft. Und die UBS hat mit großem Erfolg die letzten Jahre ihr eigenes Investmentbanking abgebaut und die Vermögensverwaltung dafür ausgebaut. Das gleiche wird sie bei Credit Suisse auch machen. Das hat sie auch schon angekündigt. Und dadurch ist wahrscheinlich eben auch das Risikoprofil in ein paar Jahren ein ganz anderes. Nebenbei gesagt, was für Banken die Kundeneinlagen sind, das sind für YouTuber die Kanalabonnenten. Und darum freue ich mich auch jetzt über Ihr Abo.
treten Sie heraus aus Ihrem Quantenunschärfe-Zustand und drücken Sie hier auf den Abo-Knopf. Und wenn Sie dann noch auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie auch meine neuen Videos dann angezeigt oder auch nicht. Und denken Sie natürlich auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports. Diese Woche gab es den über die Börsen Thailand, Vietnam, Indonesien und die Philippinen. Können Sie sofort lesen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unten. Unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.